Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. So Leute, ich habe eine Information von der Gary bekommen. Auf jeden Fall, die haben sich bekriegt, weil sobald mehrere auf einen Fleck sind, dann wollen sie halt zeigen, wer der Boss ist, sozusagen ungefähr. Und ja, ich habe jetzt gedacht, ich mache das Gehege jetzt einen kleinen Ticken größer. Das habe ich halt wieder weggemacht und das habe ich weggemacht, denn hier kommt jetzt gleich das Gehege von den Raptoren hin. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das richtig bauen soll. So, deswegen. Und hier, ihr seht ja schon, wie klein es ist. Ja, ja, ist sehr traurig. Aber da kommt jetzt was hin. Und zwar will ich da jetzt einen weiteren Zaun bauen. Ich weiß jetzt, ich finde das halt immer dumm, dass ich halt nicht ganz genau sehen kann, wo ich es hinbaue. Oder eher gesagt, wie ich es hinplatzieren kann. Aber das ist kritisch hier. So, okay. So habe ich jetzt was erreicht. Okay, das kommt jetzt so hin. Da habe ich jetzt die Kurve drin? Nee, habe ich nicht. Okay, die Kurve kommt dann halt so hin. Ich weiß halt nicht. Ich sehe halt nicht. Das ist halt... Okay, ich kann die Bäume jetzt wegmachen. Aber ist egal. Lassen wir jetzt einfach. Nee, warte, wir bauen alles nochmal kurz weg. So, Leute. So kann man doch schon viel, viel besser sehen. Viel, viel mehr sogar. Okay, anscheinend sind wir jetzt... Okay, keine Ahnung, warum das jetzt so gebaut wird. Aber... Nee, warte mal. Hier könnten wir doch eigentlich komplett geradeaus gehen, oder nicht? Ne, wir bauen rund. Rund sieht irgendwie ein Ticken schöner aus. So, jetzt nochmal weiterhin. So, da, ich hoffe, ich knüpfe jetzt richtig an. Bin ich noch eine Kurve drin? Nein, bin ich nicht. Also kommt das so hin und so hin und so hin. Okay, das könnte eigentlich ganz gut aussehen. So, weg damit, weg damit, weg, 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 weg. Okay, sieht das eigentlich gut aus? Ja, sieht gut aus. Das muss ich aber noch gleich ändern. Okay, hier ist jetzt halt ein Problem. Hier sind so viele Bäume. Die machen wir jetzt auch einen Ticken weg. Okay, und hier kommt da halt noch ein paar Stück hin. So, einfach so einzelne. Zack. So, zack. So sieht's gut aus. Und dann kommt hier noch eine große Wasserstelle hin. So, die einige... Ja, 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 das reicht, das reicht. Hier kommt noch mal ein Ticken hin, weil das passt von den Bäumen her. Und hier noch ein bisschen. So, ich denke mal, das sollte eigentlich reichen. Hier, das können wir noch mal überfließend machen. Okay. Da muss das hier abgeflacht werden, oder was? So? Wie geht das? So vielleicht? Ist das, ist das richtig? Ja, so sieht es ja schon besser aus. Okay, die Ceras, die brauchen ja halt nicht so viel. Da können sie sich halt gegenseitig was teilen. So, ich habe jetzt eben gerade, habt ihr gerade gesehen, einen zweiten Ranger-Team einge... hier, wie heißt es jetzt? Angestellt, genau. Ich kam die ganze Zeit nicht auf das eine Wort. Okay, so, die kriegen jetzt Futter. Wie sieht es eigentlich mit der Geborgenheit aus? 100%. Wald geht, Grasland ist genug. Passt doch, weil die haben jetzt, wie gesagt, das Gehege ist riesig. Jetzt fehlt es aber nur bei den Ceras. Die lassen wir jetzt erstmal. Und hier kommt jetzt ganz kurz das Gehege hin von den Raptoren. Und dann geht's auf zur neuen Insel. So, es hat ein bisschen gedauert, aber das ist das Gehege von den Raptoren. Wenn wir die jetzt wirklich bekommen, ich habe jetzt erstmal auch noch so ein Vordings gebaut, weil ich weiß ja nicht, was ich hier jetzt wirklich so reinstecke. Dann habe ich hier eine Beobachtungsgalerie, habe ich jetzt. Ich glaube, davon brauchen wir jetzt zwei Stück. Wir können ja halt noch nicht hier, wie heißt es jetzt? Zack, Gehege. Ah, das brauchen wir auch noch. Das werden wir auf jeden Fall... Ich würde mal sagen, hier am Anfang hinsetzen, damit die genug sehen können. Und dann... Nee, da eine zweite brauchen wir nicht, oder? Denke ich mal nicht. So, Forschung erforderlich. Habe ich jetzt noch nicht. Deswegen, oh Gott, können wir das jetzt hier gar nicht hinbauen? Okay, dann kommt es halt so hin. Ich hoffe, das passt jetzt noch vom Weg her, Leute. Geht gleich klar, ja? Okay, so. Dann diesen Weg passen wir jetzt gleich an. Okay, der ist jetzt wieder verbunden. Und dann brauchen wir halt diesen Weg hier noch. Zack. Geht nicht. Ah, okay. Es funktioniert doch. So, damit sie halt alles sehen können. Ich glaube, wir werden nochmal eine Futterstation, aber eine lebende bauen. Kommt dann auch hier hin. Die sollen ja halt wirklich genug sehen. Vom Wasser her und so reicht das ja eigentlich. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir gehen zur anderen Insel. Okay, wie geht das jetzt nochmal? Dahin? Okay. Ah, da. Okay, Isla Muerta. Sie sind hier. Isla Mantanceros sind wir. Also gehen wir jetzt zu Isla Muerta. Okay, was passiert jetzt? Zur Insel. Drei Missionen abgeschlossen. Zack. Zur Insel. Mal gucken, was jetzt passiert, weil wir haben hier wirklich keine Kohle mehr und so.
glaube ich. Oh, das sieht das schon mal gut aus. Drei historischen Kreaturen nicht genug, so gibt es auf dieser nächsten Insel Isla Muerta immer wieder kompliziertes Wetter. Sie wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen, sowas in der Art. Hä, es brennt Zeit dort. Zu Zeit. Okay, Ranger. Wie Sie sehen können, kann das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Beheben ja. Sie zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Sie ich sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Okay, die okay. Sie ja nicht Ihr hart verdientes Geld für das Herumsetzen in unterirdischen Bunkern ausgeben. Alles gut, alles das gut. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Ein bisschen Tornado das sieht so aus. Das Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein. Ich kann doch nicht mal richtig lenken. Wenn Sie glauben, dass alles zusammenhängt. Alter. Der Wind treibt mich in den Ruin. An den ich übrigens glaube. Oh shit. Okay, da ist was kaputt. Schon die kleinste Alter, sind die ganzen Dinos ausgebrochen? Zu randalierenden Dinosauriern führen. Alles klar, okay, das wurde jetzt repariert. Es gibt ein Schmetterlingsnetz, das sie aufhalten könnte. Na, leider nicht. Okay, wir gehen. Alter, ist der Regen jetzt laut. Holy shit, aber es sieht so geil aus. Es sieht einfach so mega geil aus. Bloß das Auto, pass mal auf. Guck, ich bleib jetzt stehen. Sieht man es? Da, seht ihr das? Es rollt automatisch. Also zieht mich der Wind irgendwo hin. Alles klar, wir müssen sofort hier raus. Eine Sache müssen wir noch reparieren. Oh shit, hier bin ich jetzt gespannt. Wir müssen jetzt kurz die Raptoren suchen, aber dann gehen wir kurz zurück zur anderen Insel. Weil das ist gerade hier zu krass. Die Wetterbedingungen sind hier echt zu heftig. Okay, dort brennt es noch. So, ich bin da. Ah! Alter, ist das geil. Okay, das war's jetzt eigentlich. Aber da fehlt etwas. Was ist das? Da. Alarm ausgelöst. Ach, das ist ein Schutzraum. Okay, Schutzraum schließen. Wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. I'm sorry. Das wollten wir nicht. Das war ein Versehen. Alter, wie ordentlich angeordnet. Oha. Das ist ja heftig. Leute, ich glaube, davon sollten wir uns mal ein Beispiel nehmen, ne? Das sieht ja echt heftig aus. Okay, mal sehen. Was können wir hier denn jetzt ausbrüten? Ich glaube, die... Genau, die, was wir vorher schon hatten, ne? Wo ist denn unser Forschungs-Dings da? Forschungslabor. Kleines Kraftwerk? Haben wir noch gar nichts davon? Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Ja. Alles gut. Okay, wir können auch keine machen. Dann erledigen wir ganz kurz unseren Job. Bauen, verbinden und mit dem Strom versorgen. Expeditionszentrum. Ich habe noch nicht mal ein Expeditionszentrum. Okay, dann müssen wir jetzt wohl oder übel einbauen. Expeditionszentrum. Kommt jetzt irgendwo hier hin. So, passt doch. Da jetzt ein Weg ran. Und dann heißt es, kurz warten, bis wir den nächsten Auftrag nehmen können. Okay, lassen Mission Sie sich das abgeschlossen. Jetzt nicht zum Kopf steigen. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Du kennst mich jedoch. Okay, können wir jetzt eventuell wieder einen neuen Auftrag? Nein, leider waren wir zu schnell. Leute, ich bin zufällig auf Expedition gegangen. Schaut euch das mal an. Okay, Ankylo und Koritosaurus. Okay, aber wo ist ein Velociraptor? Anki, Drago, okay, da ist jetzt auch nichts. Keine Pflanzefresser. Velociraptor! Velo! Kann ich zwei Stück? Nein! Okay, dann heißt es jetzt zu warten. Mongolei, wir sind in der Mongolei, Leute. Ein Dilophosaurus können wir auch noch machen. Ich will aber die Velociraptoren als erstes. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Grabungsteam kehrt zurück. Okay, jeden Augenblick können wir die DNA von den Velociraptoren extrahieren. Los, Leute, kommt. Ja, nice. Okay, zu den Fossilen. Anlage nicht gebaut. Ich wusste es, sie ist nicht da. Okay, wir müssen sie ganz kurz bauen. Na, endlich, komm. Yes, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Okay, Alter. Okay, der sieht echt nice aus. Kriegen wir Blue vielleicht noch? Okay, 360.000 kriegen wir wieder. Leute, ich muss jetzt gleich was ausprobieren. Wir extrahieren jetzt hier die DNA. Dann müssen wir jetzt eigentlich zurück zu unserer ersten Insel zurückkehren können und dort weitersuchen. Eigentlich müsste es ja gehen. Wir probieren das gleich mal aus. So, das wäre jetzt ja auch fertig. Wir sind noch auf 50% gelangt. Deswegen müssen wir jetzt ganz kurz zur ersten Insel zurück. Das war hier, genau. So, Isla Matanzeros. Wir kommen zurück, denn wir haben ja noch nicht alles erledigt, deswegen können wir ruhig erstmal zurückgehen. Wir brauchen ja alle Dinos. Oh,
Unsere alte, wunderschöne Insel, Isla Matanzeros, 200 Meilen westlich von Costa Rica. Ja, das sieht aus wie unsere Insel. Sieht sehr schön aus. Oh, nice. Man kann diesmal alles sehen. Jetzt würde ich es geil finden, wenn er noch bei den ganzen Dinos so ein bisschen so hinschwenkt. Und komm, verändert sich da noch etwas? Komm, komm. Ach, leider nicht. Schade. Okay, 1207 haben wir bis jetzt erst erreicht. Was, kein Strom? Oder es fehlt Strom. Warte mal, ich komme jetzt gerade nicht klar. Ach, so, stimmt, da habe ich ja einen zweiten hingesetzt. Also muss ich jetzt von hier aus ganz kurz mal ganz hässlich oder eher gesagt ganz stumpf dort einen hinsetzen. Und von dort aus könnten wir dort rüber, aber das würde ein Ticken hässlich aussehen. Deswegen gehen wir so rüber. Nice, alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Fossilien ansehen. Kann ich jetzt von hier aus? Ja, wir können sie sehen, Leute. Okay, dort einmal hin. Nice! Okay, wann können wir denn eigentlich neue Forschungen sehen oder antreiben, eher gesagt? Ich glaube, wir müssen mehrere Missionen machen. Okay, ich bin dran. So, wir haben wieder neue Fossilien. Okay, Leute, das könnte jetzt unser Durchbruch sein. Und was haben wir da? Ein Dinosaurier-Ei? Nice! Will ich eigentlich behalten? Okay. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt wirklich alles schon haben. Deswegen setzen wir nochmal ein zum Velociraptoren-Fundstation. Okay, ich muss gerade noch zwei Ceratosaurus ausbrüten, ne? Einfach nur für eine Mission. Und ich bin mal gespannt, was jetzt wieder passiert. Ich hoffe, die bekriegen sich nicht. Ansonsten müssen wir jetzt gleich was umsetzen, ne? Mal gucken. Ich mache jetzt alles Dings weg. Hier, Lebenserwartung soll ein bisschen erhöht werden. Kann auf jeden Fall so sein. Und ja, ausbrüten. Kostet schon 100.000 Euro weniger. Eher gesagt, Dollar. Ha, Leute, wir haben ihn freigespielt. Neues lebensfähiges, genau, Velociraptor. Okay, aber ist egal. Ich habe hier noch eine Fundstation, ne, besuche ich immer noch. Und ich will ihn ja nicht sofort als ganz schwachen Dino jetzt rauslassen. Aber den lassen wir hier raus. Und da bin ich mal gespannt, wie sie sich fühlen werden. Leute, wir müssen jetzt irgendwie freilassen. Problem ist, ich habe jetzt Angst um meine anderen Dinos. Ich habe jetzt hier unten das Gehege schon mal ein bisschen erweitert. Problem ist, schreib mal, wie man auf jeden Fall Sozialität von denen runterkriegen kann. Es leben hier noch zwei Stück und jetzt kommen zwei weitere dazu. Kann das sein, dass ich vielleicht jetzt im Gehege noch einen Futtertrug irgendwie hinbauen muss? Ich weiß ja nicht. Könnten wir jetzt hier zum Beispiel hinpflanzen, ne? Und dann könnten wir jetzt beim Gehege, könnten wir jetzt noch einen Beobachtungsposten hinpflanzen, ne? Aber ich will mal lieber diese Dinger bauen. Wir können die aber noch nicht bauen. Deswegen, okay, Auftrag abgeschlossen. Beeindruckende Arbeit. Ach, wie cool ist das denn? Ich dachte, dass ich hier die einzige kompetente Person wäre. Ja, ich kann einiges, Baby. Oh, yes. Okay, die beiden sind jetzt frei. Okay, kommt ihr jetzt da rein? Okay, aber, ne, schön ruhig bleiben. So, und hier jetzt, Leute, hier kommen die Raptoren. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz was schauen. Sind wir da denn jetzt wirklich fertig? Dorthin. Okay, wir scheinen fertig zu sein. Alles klar, auf geht's. Raptoren, Velociraptoren, 64%, können wir mal machen. Wir werden als erstes, glaube ich, einen ganz normal bauen. Genau, und können wir irgendwie seine Lebenserwartung erhöhen. Ja, das hier. Okay, das wird gebaut und der wird gepflanzt. Alles klar. Und dann werden wir nochmal einen ganz normalen bauen. Das werden wir ändern. Ah, nee, wir haben hier gerade einen normalen gebaut. Wir werden den dunklen müssen wir machen. Und Lebenserwartung muss ein Tick erhöht werden. Okay, kann so bleiben. Ausbrüten. Kostet mir ein bisschen viel, aber wie gesagt, bei 23 Millionen, da juckt mich das nicht. Leute, ich habe eine Frage doch beiseite. Wie kann ich Dinos verkaufen? Ich weiß es nicht, weil dann müssten die jetzt nicht sterben. Wie kann man die verkaufen? Ich weiß halt nicht, wie es geht, denn ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja, und da kämpfen sie schon. Oh, yes. Kinder, aufhören. Ranger-Team? Ich hatte gerade ein Ranger-Team. Wo ist es? Ich muss mal ganz kurz ein Ranger-Team holen. Komm, schnell hin da. Och, immer dasselbe mit euch, Kollegen. Immer dasselbe mit euch. Komm, du warst teuer. Du warst sehr, sehr, sehr teuer. Ja, er ist nicht krank, aber er ist, ne? Wir müssen ihn heilen. Zack, okay, das ist schon mal gut. Und der da drüben muss auch noch geheilt werden. Okay, fast ein Headshot. Zack. Okay, das sieht schon mal nice aus. Warum machen die das? Okay, die mögen sich halt nicht, aber trotzdem.
Die können sich doch irgendwie lieb haben. Schaut euch das mal an. Das ist halt übelst nice. 65.000. Da, schaut euch das mal an. Habt ihr das? Oha, alle drei oder was? Alter Schwede. Wir müssen uns das ganz kurz nochmal gönnen. Schaut euch das an. Beide Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay. Und wer gewinnt? Na komm. Okay, er hat Angst anscheinend. Der da hinten, ne? Oh Gott, er ist verletzt. Ah! Nein, 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 nein. Okay, Ranger, ihr kümmert euch drum. Alles klar. Okay, er macht das schon, er macht das schon. Die sterben eh, Leute. Die sterben eh. Ich glaube, die werden nie Frieden finden, ne? So, Aufgaben. Heilen, heilen. Und komm, komm, komm. Und heilen. Leute, nun ist es soweit. Die Raptoren werden freigelassen. Okay. Der Erste kommt schon mal raus. Oder eher gesagt, die Erste. Oh, wie geil. Na, was für ein hübscher Name, Kist. Wie in Jurassic Park. Genau, die sind... Oh mein Gott. Alter, wie geil ist das denn? Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind. Okay. Unser Job ist es ihnen, den Raptoren zu zeigen, dass wir ebenfalls Alpha-Raubtiere sind. Ach, wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Leute, einer von den beiden, wer jetzt besser aussieht, muss auf jeden Fall Gary heißen. Muss so sein. Okay, zeig du dich jetzt mal. Komm, komm, komm. Zeig dich mal in deiner vollen Pracht. Hübsch. Hübsch. Ich glaube, den nehmen wir den nehmen wir Gary. Also, sie nehmen wir Gary. Ich glaube, die wird auf jeden Fall... Redet ihr jetzt miteinander? Alter, nice. Okay, warte mal. Weg, 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 weg. Pass auf, Kinder. Ihr dürft jetzt gleich raus. Nee, warte mal. Oder wenn wir den jetzt Gary nennen? Weil ihr seht irgendwie... Nee, den da drüben. Hier, komm. Das ist auf jeden Fall die Gary. So, der andere Raptor wird auf jeden Fall frei sein. Oh, seht ihr das? Die reden. Oh, komm, Küsschen. Nee? Ach, niedrige Gesundheit. Ach, streiten sie sich immer noch? Naja, sollen sie sterben. Ich kann halt nichts dagegen tun, Leute. Ich weiß nicht, wie unser Verkauf... Ich weiß nicht, wie man sie verkauft. Okay, zum Kampf. Ja, ja, ist egal. Wir haben Besseres zu tun. So, kommt, ihr könnt raus. Oh, wie schnell auch noch. Ruhig, Kleines. Ruhig, 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 ruhig. Wo willst du denn hin? Du läufst jetzt gerade zum Wasser? Okay, gegen den Baum. Okay, sie läuft gegen den Baum. Was macht der andere? Kommt, Kleiner, so. Ach, das ist die Gary. Okay. Warte mal, ich habe den falschen Gary genannt. Alles klar, ist kein Problem. Kann ich noch ändern. Los, zeig mal, was du jetzt machst. Komm, zeig mal. Ja, 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 das ist deine neue Umgebung. Ist eher gesagt deine erste Umgebung, die du überhaupt sehen kannst, ne? Ansonsten hast du ja nur ein Ei gesehen. Er jagt sich das Schaf! Oh Gott! Oha, Leute! Zwei Stück sind sogar dort. Und? Yes! Ach du meine Güte! Sah das nicht geil aus? Ist ja wie ein Ark, der ist richtig angesprungen. Okay, es schmeckt ihm. Es schmeckt ihm sehr gut. Es schmeckt ihr sehr gut. Das ist ja natürlich die Gary. Aber die Gary sollte eigentlich braune Raptor heißen. Alter, wie hübsch sie sind, Leute. Wie hübsch. Krass. Na, schmeckt's dir? Fühlst du dich schon mal wohl? Nee? Alles gut? Okay, Leute, wir müssen ja ganz kurz beobachten, ne? Wo ist denn der zweite Raptor? Oder geht sie jetzt etwas trinken? Ich glaube, sie geht etwas trinken. Ja, geh ruhig, du kannst ruhig. Du hast freien Zutritt. Komm. Zeig mal, wir wollen dich beobachten, Kleines. Komm, die Gary zeigt uns jetzt alles. Guck mal, die andere Gary, die eigentlich Gary heißen soll, die ist auch schon... Oha, und sie hat Blut an der Fresse. Oder es war nur ein Stück Fleisch. Ach du meine Güte. Geilo. Richtig geil gemacht. Okay, die Gary trinkt jetzt gerade. Oder? Oh, sieht das, wie er faucht mit den Fingern so. Da, habt ihr das gerade gesehen? Trink ruhig, trink ruhig. Oh, nice. Oh, Süße. Guck mal, da drüben ist deine Kollegin. Oder eher gesagt, dein Kollege. Die können wir auf jeden Fall nicht Blue und so weiter nennen, weil die haben nicht die Farben dazu. Vielleicht hat er ja wie Delta oder sowas so die Farben her. You know what I mean? So, the real Gary, zeig mal. Hast du auch Angst? Brauchst keine Angst haben, Baby. Brauchst keine Angst haben. Ja, 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 ja. Ach, die krallen sogar da unten. Seht ihr das? Die tanzen. Er hat geschrien da hinten. Okay, macht da aber nichts mehr. Oh Leute, ich freue mich schon richtig, wenn die ausbrechen. Jetzt ist die...
Was ist los? Jetzt ist die Frage nur, schreibt mal in den Kommentaren, zu wie viel kann ich den Gehege lassen? Schreibt es mal auf jeden Fall in den Kommentaren. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich muss es wissen. Ich habe sonst keine Ahnung. Ansonsten schreitet das genauso aus wie bei einem Ceratosaurus. Ich weiß halt nicht. Na Leute, auf jeden Fall war es erstmal wieder von der weiteren Folge Jurassic World Evolution. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und die Velociraptoren. Also mir gefallen die bis jetzt am besten, aber auch die Ceratosaurus. Auch die Pflanzenfresser sind auch ziemlich nice. Naja, wenn euch auf jeden Fall die Folge gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal